So, wieder in dem Game drinne. Ich habe, wie gesagt, ich habe gerade noch mal gelesen. Die Leiche haben wir ja noch gar nicht geholt. Denn der wollte ja Schnaps dafür haben. Wir hatten ja nur den Schlüssel bekommen. Niemand hört auf Heißt, mich. wir müssen erstmal Schnaps besorgen. Keinen Grund zur Eile. Und wir brauchen auch noch ein Lehrbuch, glaube ich. Was Wie kann ich ich es für dich tun? gelesen habe. Wir hatten hier jetzt nochmal Bücherverkauf. War der Antiquitar? Auch direkt hier vorne. Natürlich gerade nicht da. Gut, dann gehen wir erstmal zur Kellnerin. Zwergenschnaps kaufen. Das mit Übersicht. Da sind wir ja schon fast richtig. Müssen wir eh erstmal wieder Tag machen, weil Totengräber und der Händler ist ja eh nicht da. Die Kellnerin arbeitet, glaube ich, zum Glück rund um die Uhr. Da haben wir sie ja schon. Habt ihr euch entschieden? Ja, ich will Naps. Regeneriert Ausdauer. Apfelsaft, ja, bringen wir den Apfel. Ne, Kuhmilch bringen wir den. Das müsste sein, glaube ich. Wir gucken lieber doch noch mal. Müsste hier. Wo waren wir jetzt? Mahak. Karma-Med. Da hatten wir mal eins von. Nein, haben wir weggetrunken. Verdammt. Alles gut, erstmal hier rein. Ohne die Erde. Das ist vorübergehend. Bitte schön. Weg. Ah, nee, das behalten wir, glaube ich. Packen uns das aufs Silberschirm. Wie schreibt man das denn da ein? Keine Ahnung. Dann will ich eine Runde meditieren. Gut. Verdammt, macht was ihr wollt. Sind Zimmer von 5. So, bis morgens geht. Salbe fehlt immer noch was. Da wollte ich eigentlich auch nachgeschaut haben. Wie man jetzt genau Schwalbe erstellt, was man da alles für braucht. Aber naja, vergessen. Nicht schlimm. So, erstmal dann wieder, ist sogar noch markiert. Antiquitätenhändler. Vielleicht wurde der Senfbote in einen Phantomhund verwandelt. Möglich. Ich gehe zum Schloss. Läuft das Sultan wieder vor uns rum? Da steht er ja. Ich hasse diese Taugenichtse, seid meine Tochter. Was wollt ihr?
Bücher. So, das Buch sollte, glaube ich, heißen Urenische Medizin. Haben wir sogar bereits gelesen, also brauchen wir es gar nicht noch kaufen. Das ist sehr, 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 sehr praktisch. Das werde ich mir aber mal mitnehmen. Da ist mir mehr über Monster verrät. Und Osaurus. Das Buch enthält Informationen über weibliche und männliche Vivern sowie über Gorgonen und Basilisken. Danke. So. Dann können wir jetzt zum Totengräber. Den im Schnaps im Rachen kippen. Der uns die Leiche übergibt. Nur etwas Ruhe. Wo laufe ich eigentlich gerade schon wieder lang? Weit außerhalb stehen müssen. Am anderen Ende des Viertels. Was braucht ihr? Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. Vielen Dank. Um Mitternacht Krankenhaus. Platz da, Leute. Ich hab keine Zeit. Naja, eigentlich schon, aber... ist ja noch morgens. Wir brauchen ja Nacht. Ist wieder Nacht. Dann gehört das Krankenhaus uns ganz alleine. Inklusive Leichnam. Schmerzen in der Brust. Und wo haben wir sie denn, die gute alte Schani, da hinten, im Hinterzimmer versteckt. Hallo. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Ich warte schon seit Tagen darauf. Zugehörigkeit Mensch, Geschlecht männlich, Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer, er starb gestern und wurde in Stücke gerissen.
der Wolf? Es ist Vollmond. Würde er sich dann nicht in einen Lykanthropen verwandeln? Vermutlich. Geralt, ihr braucht mich nicht auf die Probe zu stellen. Ich bin ein Profi. Also weiter. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzung zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich das an Muskelstarre und Gewebedehydrierung abschätzen. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lang an. Es heißt, erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Sollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Ja, wir wollen mit dem Schwert rumstochern. Die Symptome sind merkwürdig. Genau wie die Todesursache. Diese Verletzungen sind zu offensichtlich. Ich vermute noch etwas anderes. Gift. Wenn ja, dann eine seltene Art. Vielleicht das Gebräu eines Alchemisten. Kalkstein? Aha. Die Leber ist komplett zirrhotisch. Das war offensichtlich ein starkes Gift. Das riecht nach Alchemie. Das war zu einfach. Das Leben kann manchmal einfach sein. Seid ihr sicher, dass Gift die einzige Erklärung für die ungewöhnliche Leichenstarre ist? Die wahrscheinlichste Ursache. Ich habe das ungute Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Wir können das letzte Mittel des Leichenbeschauers versuchen. Eine Öffnung des Schädels. Jetzt wird der Schädel geöffnet. Ja. Mach auf, das gute Stück. Die Öffnung des Schädels. Das ist immer ein Vergnügen. Seht ihr das hier im Gehirn? Larven der serikanischen Tsetsefliege. Aber wie kommen die da rein? Das ist Teil ihres Entwicklungszykluses. Wären wir in Serikanien, würde ich sagen, dass eine Fliege seine Nase hochgekrabbelt ist und Eier gelegt hat. Wir sind aber in Temerien. Unser Klima ist zu kalt und trocken für die Tsetsefliege. Selbst wenn jemand die Eier hierher gebracht hätte, wie kommen sie in seine Nase? Wie sehen diese Eier aus? Winzig, weiß, mehlartig. Oder Fistech. Geralt, ich gab ihm vor seinem Tod Fistech. Er litt schrecklich und wir haben keine anderen Schmerzmittel. Ich dachte, es sei ungefährlich. Woher habt ihr es? Von eurem Freund. Dem Detektiv. Er sagte, es käme aus einer speziellen Lieferung. Raimund. Wir haben ein Problem. Er hat dem Fistech Eier beigemischt und kam in der Nacht her, um die restlichen Beweise zu fälschen. Das hört sich absolut nicht nach Raimund an. Mein Medaillon vibriert in letzter Zeit immer, wenn ich ihn sehe. Und Serikanien. Dort stammt Asa Javed her. Der echte Raimund weilt vielleicht gar nicht mehr unter uns. Aber ich habe ihn gestern gesehen. Asa nutzt eine Illusion. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Hab Dank, Shani. Ohne euch wäre ich nie dahinter gekommen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich rede zuerst mit Kalkstein. Er sollte mir helfen, mich vorzubereiten. Das wussten wir doch schon, dass wir... Ja. Aber für die Quest halt nicht. Aber ich hab die jetzt lieber gerne abgeschlossen, als dass sie fehlgeschlagen ist. Man weiß ja nie. Wollen wir mal... Ja, Kalkstein brauchen wir jetzt gar nicht mehr eigentlich. Ja, keine neue Quest bekommen. Ja, gar nicht mehr.